zu. Wir machen jetzt eine kleine Pause für eine Mitteilung unseres Sponsors. Moment, ich habe ja gar keinen schwierigen Sponsor. Okay, da steht auch einer. Und das ist der Raum, aus dem wir uns gerade rausgeschlichen haben, also diese größere Halle. Schau ich doch erstmal, was der Typ hier drin so treibt. Aufpassen, dass ich hier irgendwie nicht zu viel Lärm mache. So, die Tür mache ich mal lieber zu. Whisky. Keine Ahnung, was ich mit Whisky anfange. Jetzt schleiche ich mich hier raus. Ich könnte mal schauen, was es mit dem Whisky auf sich hat. Da, der Whisky. Untersuchen. Whisky, feiner Whisky Tango Foxtrot. Verwendung: gewährt 25 zusätzliche Gesundheitspunkte, maximal 200. Aktivierung: Auswahl in Inventar. Beschreibung: Der Tango Foxtrot ist ein Bourbon für echte Männer. Er verleiht mehr Mut und Adrenalin als das Geräusch heranstürmender Soldaten. Warnung: Der Genuss alkoholischer Getränke erhöht die Schadensresistenz in geringem Umfang. Jedes weitere Getränk steigert diesen Effekt. Nebenwirkungen: verschwommene Sicht. Aha, den kann ich also trinken und meine Gesundheitspunkte erhöhen. Hab allerdings, verschwommene Sicht. Verdammt. Das war jetzt nicht so schlau. Ich weiß jetzt nicht, jetzt dreht sich der Typ draußen anscheinend um. Warte ich mal, bis der in meine Nähe kommt. Obwohl es ohne Fadenkreuz nicht so einfach ist, den hier aus der Deckung heraus zu elektroschocken. Und davon kommt noch eine Menge mehr, Leute. Also bleibt angemeldet. Und falls ihr gerade zu uns stoßt. Okay, ich muss mich dann anscheinend direkt reinschleichen, wenn er umdreht. Na, jetzt kommt der andere wieder. Tja, wie gesagt. Ich war jetzt direkt hinter ihm und weil ich kein Fadenkreuz mit diesem Ding habe, habe ich ihn nicht getroffen. Also normalerweise hat man da ein Fadenkreuz, verdammt. Du bist ein toter Mann. So, jetzt ist der Wurm drin. Kurz sammeln und dann gleich nochmal probieren. Ich würde gerne mit Leuten reden, die in den Fabriken dieser Biotech-Unternehmen arbeiten. Ich gebe euch keine Schuld. Ich hasse euch nicht, weil ihr mal Kreis und Ich weiß, dass ihr euch nicht. Vorher solltet ihr also wissen, dass die
Dann schalte ich ihn eben mit der Nahkampfattacke aus. So. Wie man sieht, habe ich ein Dings verloren in meiner Anzeige oben. Der lädt sich auch nicht wieder auf. Deswegen esse ich jetzt mal so einen Schokoriegel. Zack. Und da ist die Energie wieder. Was haben wir hier? Einen Nebenraum. Sieht aber nicht so aus, als wäre was Interessantes hier. Bier. Naja, Bier nehmen wir mit. So, jetzt gibt es hier jede Menge Schränke, in die man reingucken kann. Was liegt da oben? Munition. Das müsste man natürlich jetzt nicht machen, aber... Vielleicht finde ich ja noch was Nützliches. Revolver-Munition. Nicht so wirklich richtig nützlich. So. Nichts. Was haben wir hier? Eine Schockgranate. Praktisch. Die betäuben, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, auch die Gegner. Was liegt da? Gewehrmunition. So, den haben wir. Geld. Das war jetzt nicht sonderlich leise. Elektroschockpfeile. Praktisch, praktisch, praktisch. So, jetzt noch die Reihe hier. Und dann habe ich es auch gleich geschafft. Betäubungspfeile. Das sind wie gesagt für das Betäubungsgewehr, nicht für die Pistole. Der kommt aber dicht hier vorbei. Der hat nichts. Ich ziehe ihn jetzt einfach mal so ein bisschen hier von der Tür weg. Ich frage mich ja schon, warum hier in den Spinden der Mitarbeiter, der Fabrikmitarbeiter, so Sachen wie Munition liegen. Also entweder haben die Terroristen die da rein, was irgendwie überhaupt keinen Sinn macht, oder die Mitarbeiter haben Munition in ihren Spinden, was auch irgendwie keinen Sinn macht. Gut, jetzt gehe ich dann mal hier weiter. Ja, ich nähere mich dem Einsatzziel. Oder dem nächsten Bereich. Genau. Muss ich auf den Typ achten. Der kommt jetzt... Es scheint um die Ecke da hinten. Und wenn er sich wieder auf dem Rückweg befindet, dann komme ich hier mal raus. Geschossen und versuche nochmal ihn mit der Betäubungspistole zu erwischen. Gibt's doch nicht. Jetzt muss ich mal kurz in den Optionen schauen.
Fadenkreuz anzeigen. Ach, wieso ist es denn ausgeschaltet? So. Geht doch. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht ausgeschaltet. Möglich, dass es gab zwei Patches in der Zwischenzeit. Möglich, dass es da irgendwie verstellt wurde bei. Keine Ahnung. Ah. Das Fadenkreuz zeigt einem praktischerweise auch an, ob man nah genug dran ist, nämlich wenn es rot ist. Ist da jemand? Was war das denn jetzt? Trotz Fadenkreuz daneben geschossen, ist doch nicht möglich. Also sehr elegant war das nicht. Also wie gesagt, wenn es rot aufleuchtet, dann ist man nah genug dran. Wenn es weiß ist, ist man eben zu weit weg. Also. Geht doch. Jetzt geht es eh da hinten lang. Ich lasse ihn einfach mal da liegen. Jensen, ich habe gerade versucht, die Tür zum Montagelabor zu entriegeln, aber meine Codes funktionieren nicht. Jemand hat die Protokolle geändert. Was? Haben Sie denn nicht... Ich bin dabei. Aber bis ich die Codes geknackt habe, müssen Sie die Tür manuell hacken. Pritchard out. Okay, das ist jetzt quasi das Hacking-Tutorial. Das ist eigentlich ein ganz gut gemachtes Minispiel, das wir gleich ausprobieren können. Beim Hacken versuchen Sie, die Registry des Geräts zu kontrollieren, um Zugriff auf die entsprechenden Sicherheitscodes zu erhalten. Dazu müssen Sie durch das Netzwerk navigieren und dabei Knoten übernehmen. Sie beginnen mit dem Hacken an dem Punkt, an dem Sie in das System eindringen, dem IO-Port. Möchten Sie einen Knoten übernehmen, markieren Sie ihn und halten Sie die Interaktion-Taste gedrückt. Nun erscheint ein Menü mit den Programmen, die gegen den Knoten eingesetzt werden können. Das Bewegen von Knoten zu Knoten erfolgt über Brücken. Eine Brücke kann uni- oder bidirektional sein, was durch ihre Pfeile angezeigt wird. Wenn Sie einen Knoten übernehmen, besteht eine Gefahr, dass das Netzwerk Sie bemerkt. Je höher die Stufe des Knotens ist, desto größer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Werden Sie bemerkt, bewahren Sie Ruhe. Noch ist es nicht vorbei. Sie müssen sich nur beeilen. Das Netzwerk wird versuchen, Ihren Anfangspunkt zu ermitteln und Sie aus dem System zu werfen. Wenn es Ihnen gelingt, die Verzeichnisse zu übernehmen, bevor das Netzwerk Ihren IO-Port erreicht hat, ist alles okay. Na gut, dann versuche ich das doch mal. So, ich habe keinen Code, dann machen wir halt Hacken. Fünf Versuche habe ich. Los geht's. Also, da muss ich hin zu dem grünen Dingen. Anfangen tue ich hier. Mich nicht alles täuscht. Oder hier. Genau, hier fange ich an. Das muss ich quasi einnehmen und dann muss ich dahin. Und wenn man mich bemerkt, geht's von da los und das Sicherheitsprogramm versucht quasi hier meinen Standpunkt zu finden. Okay, dann sichere ich jetzt erstmal das Ding hier. Kann natürlich sein, dass ich sofort entdeckt werde, aber dann muss ich halt schnell sein. Oh, 40 Sekunden. Das reicht dicke. Zugriff gewährt.